Hey Vitamine, heute spielen wir mal eine richtig schwierige Challenge zusammen. Wir dürfen nämlich für einen ganzen Tag lang kein Gras berühren. Wow, was? Hä, wie einfach! Ja, das wird wirklich eine mega schwierige Challenge. Das bedeutet, wir müssen immer auf irgendwelchen anderen Blöcken sein. Wir müssen von Baum zu Baum springen oder auf Holzblöcken rumlaufen. Aber wir dürfen auf gar keinen Fall das Gras betreten. Okay, und was ist, wenn wir einfach das Gras berühren? Ach, Vitamine, dann stirbt man. Und damit, hey Freunde, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und wenn du keine weiteren coolen Videos mehr verpassen willst, klick einfach auf Abonnieren und reiß dann eben auf die Glocke und gib dem Video jetzt schon mal gerne einen Daumen nach oben. Das würde mich sehr, sehr glücklich machen. Und Freunde, Vitamine und ich spielen heute mal eine richtig schwierige Challenge. Ich glaube, die so noch nie jemand geschafft hat. Wir spielen nämlich mal heute Minecraft. Aber wir dürfen kein Gras betreten. Das wird wirklich total krass. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, ob wir das Ganze schaffen werden. Und ich hab dir doch gesagt, Junge, du sollst kein Gras betreten. Das erste Mal, was du machst, ist runterspringen auf das Gras, oder wie? Ja, hey, wir müssen es doch mal ausprobieren, ob es funktioniert. Nee, ich glaube auch schon so, dass es funktioniert. Und testen wir es. Och, Vitamine, was machst du denn? Wir müssen zusammenspielen, natürlich. Nein, da würde ich sagen. Komm hier, du bist auch noch dran. Ich hab's überlegt. Oh mein Gott, nein. Freunde, wer von uns wird das Gras betreten? Der ist auf jeden Fall tot. Oh Gott. Okay, komm, okay. Ich zerklopp dich. Ich zerklopp dich, hey. Oh mein Gott, Freunde, leider. Ach, oh Mann, ey, das kann ich nicht sagen. Okay, Frieden, okay? Friede, Freude. Ja, aber natürlich. Alter, guck dir mal an, ich bin in der Vitamine. Okay, jetzt würde ich aber sagen, wirklich, wir müssen es wirklich anstrengen. Komm auf den Baum hier rüber. Wir müssen jetzt irgendwie Holz abbauen. Komm, ich vertraue dir nicht mehr. Wir machen ein Battle draus. Komm her, Vitamine. Jetzt reicht es. Schnell weg, schnell. Was ist denn los? Alter, ich dachte, wir spielen die Challenge eigentlich zusammen. Ab, oh mein Gott, komm her, Vitamine. Ey, ich fall nicht noch mal drauf rein. Oh mein Gott, ey, Alter, ich fühle mich wie so richtige Affen hier, die vom Baum zu Baum springen. Was jetzt bin ich? Ab hier. Ich werde dich 10 Minuten lang die ganze Folge verfolgen und... Da habe ich dich erwischt, Freunde. Unsere Rache habe ich bekommen und moin moin. Okay, ich würde sagen, Freunde, wir müssen als Erstes, wie sollen wir das jetzt am besten machen? Erstmal Holz abbauen, oder? Ja, ich habe ein bisschen Holz genommen schon. Oh ja, aber du musst aufpassen, dass unter den Holzblöcken auch wirklich kein Grasbock ist oder so, weil sonst sind wir tot, ey. Das wird wirklich eine ultra harte Challenge. Ich würde sagen, vielleicht können wir uns irgendwie so Holzslabs craften oder wir müssen uns immer auf den Bäumen bewegen die ganze Zeit. Naja, ich meine, ein Affe bist du ja, also das ändert sich ja nichts. Ja, ich fühle mich wirklich wie ein richtiger Affe, Junge. Wir springen vom Baum zu Baum, ey. Fehlt nur noch die Banane oder irgendwie sowas. Aber ich würde sagen, kommst du zu meinem Baum rüber? Ja, gleich. Ja, okay. Dann, wir müssen auf jeden Fall hier schön Holz sparen. So, wir müssen jetzt schauen. Wir müssen es hier runtergraben. Okay, dass wir jetzt bloß nicht hier Gras berühren. Ich glaube, hier ist auf jeden Fall eine safe Zone. Und bitte, Vitamine, schubst dich jetzt hier nicht runter, okay? Ja, ich bin schon da. Ja, ich habe dich schon gehört, ey. So, jetzt ganz, ganz schnell. Und, oh mein Gott. Oh, hier drunter ist Gras. Alter Schwede. Jo, wie heftig war das denn? Und ich hab yeah. Alter, wie krass. Hast du eine Workbench? Ja, aber ich geb dir die nicht. Nee, da crafte ich mir halt selber okay, eine. Okay, na gut, dann hier ist sie. Ja, zu spät, ich habe jetzt auch eine gecraftet. Let's go. Jetzt habe ich auf jeden Fall 2 Workbenches. Und guck mal, ich hab eine Idee, Vitamine. Guck mal, wir können so Slabs machen, die sind noch besser. Ah, damit können wir weiter, das stimmt. Ja, auf jeden Fall. Oder wir bewegen uns wieder von Baum zu Baum. Aber als erstes würde ich sagen, Freunde, craften wir uns auf jeden Fall hier so ein paar Werkzeuge. Ich würde sagen, oh, ich hole erstmal hier ein bisschen Stein, oder? Ja, ich weiß gar nicht, da kommst du doch eh nicht ran. Ja, du hast recht, ich glaube, das ist keine gute Idee. Ich würde sagen, Freunde, so, wir haben jetzt auf jeden Fall hier genug Holz jetzt auf jeden Fall gefarmt. Ich gehe wieder wie ein Affe hoch. Auf jeden Fall, wir haben uns jetzt ein paar... Vitamine hat Gras berührt. Alter... Was ein Loser, wollte ich sagen, und dann bin ich selber auf Gras gekommen. Aber ich würde sagen, komm, Vitamine, wir bewegen uns vielleicht von Baum zu Baum. Und oh, schaffen wir den Sprung, let's go, easy peasy. Alter, das ist richtig schwer, ne, wenn man einen Sprung vermasselt. Alter, hier sind so viele Äpfel. Oha, wir haben genug Essen für die Jahrzehnten. Sehr, sehr gut, das ist wirklich krass. Alter, was ist das denn für ein Riesenbaum hier? Das ist der neue Dschungelbaum. Auf jeden Fall, ich würde sagen, komm, wir springen auf jeden Fall hier von Baum zu Baum weiter. Ich glaube, wenn wir hier von den Bäumen weiterspringen, dann ist es eigentlich easy, oder? So ja, aber Challenge. Wo willst du denn hin? Das bringt doch gar nichts.
Doch, lass uns zu den Bergen da hinten, siehst du die? Da ist weit und breit kein einziger Grasblock. Wenn wir da sind, dann haben wir die Challenge geschafft. Okay, das heißt, alle Schweinchen in die Richtung. Ja, los, Schweinchen. Wieso Schweinchen? Naja, ich würde sagen, Freunde, jetzt ganz, ganz vorsichtig. Wir müssen auf jeden Fall, oh mein Gott, Alter, ich habe es fast vermasselt, hier rüberspringen. Und dann sind wir wirklich auf dem Berg. Aber ich glaube, oh, jetzt müssen wir so langsam hier so mit dem Holz hier auf jeden Fall runter. Das ist wirklich total krass. Aber wir müssen aufpassen, okay? Ja, easy, Senti. Easy, sagst du, ja. Ja, ja, jo, Alter! Oh. Ach, Mann, ey. Ich sag doch vorsichtig, Junge! Freunde, ich würde sagen, wir bauen uns auf jeden Fall jetzt mit Holz hier so vorsichtig, so in diese Richtung. Ich glaube, wir haben auf jeden Fall genug Holz. Und jetzt, zack, auf den Baum hier drüber springen. Wir dürfen auf gar keinen Fall jetzt irgendeinen Grasblock berühren oder so. Das ist wirklich ganz und gar nicht gut. Aber wir haben es wirklich gleich geschafft. Wir sind gleich schon bei den Bergen angekommen. Und ich glaube, da gibt es wirklich gar keine Grasblöcke oder so. Und wo ist Vitamine, ey? Wo bist du? Ich glaube, ich bin falsch gelaufen. Ja, also ich sehe dich nicht, ey. Ich hoffe, du wirst auf jeden Fall wieder irgendwie zu mir finden. Wenn du bei mir bist, ich baue dir auf jeden Fall schon mal einen Weg, okay? Oh ja, das ist eine gute Idee. So, jetzt hier, zack, vorsichtig. Wir springen hier ab nach oben. Ich baue so eine kleine Wendeltreppe hier nach oben. Oh, habe ich dich gehört irgendwo? Nee, aber ich weiß jetzt, wo du bist. Ich bin gleich bei dir. Ja, auf jeden Fall. Aber ich würde sagen, Freunde, ich glaube, wir müssen noch ein bisschen Holz mehr abbauen. Ich würde sagen, wir gehen... Moin, Teddy! Moin, moin, ich sehe dich. Da kommt der, da rennt der, 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 der. Aber vor... Ja, ich hab's doch überlebt. Hast du es geschafft? Warte mal, wo ist der? Ja, ich bin zum Glück hier auf Ort. Alter, ich dachte schon, du bist auf den Baum gelandet. Okay, hol aber noch ein bisschen Holz. Ich glaube, wir brauchen noch ein paar Holzslabs, oder? Ja, das könnte durchaus sein. Jump'n'Run Parkour! Oh, aber aufpassen, wenn du dich runterbaust, dass du bloß nicht, ja, dass du beim letzten Block aufhörst, ne? Alter, was macht der? Der ist wirklich total verrückt. Was ist das für eine krasse Challenge. Aber Freunde, ich würde sagen, schreib jetzt mal alle einzeln in die Kommentare, wenn du denkst, dass wir die Challenge jetzt schaffen und dass keiner von uns sterben wird. Und eine 2, wenn du denkst, wir schaffen es nicht. Und gib dir jetzt einen Daumen nach oben, wenn du uns dabei helfen willst, die heutige Challenge zu schaffen. Die ist wirklich total schwer. Aber jetzt einmal liken und dann werden wir das Ganze auf jeden Fall easy peasy schaffen. So, ich baue noch ein bisschen Holz ab. Okay, und ich glaube, dann haben wir genug erstmal. Ja, ich glaube, ich habe auch erstmal genug. So, hast du noch eine Workbench oder so für mich? Ich habe leider keine. Ich müsste eine neue bauen. Ja, nee, ich baue auch eine neue. Ich glaube, das sollte sowieso reichen, Freunde. Wir haben jetzt auf jeden Fall hier genug Holz. Ich würde sagen, wir müssen uns, oh Gott, mit dem Holz erstmal hier wieder so nach oben bauen. Hier, so, perfekt. Da craften wir uns hier so eine Workbench und machen uns auf jeden Fall jetzt hier noch genug Slabs, dass wir auf jeden Fall genug haben, um den Berg zu erklimmen. Einen ganzen Stack. Ich glaube, das reicht, oder? Ich glaube, ich habe auch fast über ein Stack habe ich jetzt. Auf jeden Fall. So, die Workbench nehme ich aber mit, ey. Ich habe keinen Bock, die ganze Zeit neu zu craften. Jedes Mal machen wir den gleichen Fehler. Das kann ja wohl nicht sein, ey. Ja, das stimmt allerdings. Und, ja. Und, oh, du bist schon da drüben, okay? Ganz, ganz vorsichtig, okay? Wir haben es gleich geschafft. Wir sind gleich auf dem Berg drauf. Oh, ja. Komm. Du kannst gerne nachkommen. Oh, ja, ich komme hier schon. Warte mal, wir können einfach das Wasser da hochgehen, oder nicht? Ja, das Wasser ist eine gute Idee. Okay, wir müssen aber irgendwie. Ich bin schon mega weit. Ja, ich komm. Alter, schöne Freunde. Oh. Lebst du noch? Nein. Manzetti. Oh mein Gott, Vitamine. Das kann ja wohl nicht sein. Junge, was macht der denn? Moin, moin. Ey, jetzt pass mal ein bisschen besser auf, ey. Ah, sorry. Ey, ich bin ein bisschen übermütig. Aber let's go. Ja, oh Gott. Der lehrt auch nicht. Okay, dann würde ich sagen, Freunde, let's go. Und oh mein Gott, wir springen auch. Wir berühren das Wasser. Ey, warte mal. Was ist eigentlich, wenn ich dich schubse? Vitamin, hör auf. Bitte nicht. Hör auf. Wir haben es fast geschafft. Wir dürfen aber jetzt nicht die Grasblöcke berühren. Okay, du hast absolut recht. Ich schneide dir das Wasser ab, Sandy. Oh mein Gott, nein. Was machst du? Oh mein Gott. Ich hab mich gesaved. Easy peasy. Oh, let's go. Oben gibt's Mineralwasser. No, Mineralwasser? Ja, das ist eine Quelle. Oh ja, da würde ich sagen, ab geht es. Oh, hast du noch ein paar Blöcke? Ich weiß nicht, ob wir jetzt nur mit meinen schaffen. Ich habe noch genügend Blöcke, Sandy. Guck mal, das Wasser mache ich jetzt auch größer. Oh ja, sehr, sehr. Warte mal. Oh mein Gott. Sicher? Keine Sorge. Alter. Wir müssen aufpassen, Junge. Ich stand fast auf dem Grasblock. So, vorhin jetzt ganz, ganz schnell. Immer schön auf Holz laufen, auf jeden Fall. Und wir schwimmen jetzt hier weiter nach oben. Junge, Alter, ich sehe dein Po von hier unten. Ja, hey, was guckst du die ganze Zeit auf mein Po? Wohin soll ich denn sonst gucken, ey? So, jetzt ganz, ganz schnell hier Luft kriegen und sehr, sehr gut. Da haben wir es auf jeden Fall geschafft. Okay, Vitamin, baust du eine Treppe? Ja. Hat ja gut geklappt. Und, Alter, schubst mich doch nicht. Wir dürfen nicht auf einem Block hier stehen. Und, komm, ich bin zu schlecht für den Sprung. Ich baue einfach so den Sprung. Zack. Let's go. Und warte mal. Das sind ja eigentlich Schneeblöcke, oder? Darauf dürfen wir, oder? Ja, ich bin mir nicht sicher, Sandy. Die sind umhüllt von, du weißt schon. Ja, eigentlich schon. Okay, da würde ich sagen. Oh mein Gott. Okay. Und let's go, Frau. Alter, pass auf. Ich glaube, jetzt ist hier weit und breit kein Stein in sich. Kann das sein? Kein Gras in Sicht. Das könnte sein. Und
Und die Sonne geht dort aber... Oh, oh, wir sollten das hier aufdecken. Guck mal. Auf jeden Fall. Warte, warte. Ich habe auf jeden Fall eine bessere Idee, wie wir das Ganze machen mit einer Schaufel. Let's go. Aber Vitamine, die Sonne geht unter und ich glaube, damit sollten wir eigentlich schon die Challenge geschafft haben. Wir können ja noch vielleicht ein paar Steinwerkzeuge craften oder so, dass wir auf jeden Fall hier ein bisschen weitergekommen sind, okay? Ja, das können wir gerne machen. So, ich... Oh ja, du farmst super, das sehe ich schon. Ja, ja, auf jeden Fall. Aber ey, pass auf, ey, das sind meine Steine. Ey, Klaus, meine Steine? Nein. Ja, 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 okay, da bin ich mir nicht so sicher. Aber wir müssen jetzt aufpassen, die Nacht ist auf jeden Fall angebrochen. Wir müssen vor den Monstern jetzt... Ey, pass auf, hier sind noch überall Grasblöcke, ne? Wir dürfen jetzt... Wenn wir aus Versehen auf einen Grasblock treten, dann ist vorbei, ey. Ja, dann war's das mit der Challenge. Ich habe auf jeden Fall eine Axt gemacht, dann können wir schneller abbauen. Oh ja, gib mir mal ein paar Stöcke, ich habe alles, ey, Alter, ich habe gar kein Holz mehr, Junge. Ah, Sandy, hier bitteschön. Vielen Dank, Dankeschön. So, das reicht erstmal. Dann würde ich sagen, craften wir uns hier noch. Ein Schwert haben wir schon. Dann würde ich sagen, craften wir uns hier so eine kleine Axt. Alter, was mach ich hier? Junge, Junge, Junge. Das ist ja wirklich echt krass hier. Und dann natürlich hier noch eine Schaufel. Und dann haben wir wirklich hier komplette Steinwerkzeuge. Ups. Die wollte ich behalten. Habe ich auf jeden Fall hier komplette Steinwerkzeuge am Start. Und wir können es jetzt einfach hier durchbuddeln einfach. Weißt du, durch den Dreck hier durchbuddeln. Und dann können wir, wo kommen wir dann an? Ich weiß nicht, ey, aber das Wichtigste ist auf jeden Fall, dass wir hier so eine komplette Base hier auf jeden Fall haben, hier oben. Und die ganze Base, die darf nicht aus Gras sein, okay? Also überall, wo Gras ist, müssen wir auf jeden Fall zubauen, dass wir auf gar keinen Fall irgendwie auf Grasblöcke oder irgendwie sowas treten. So, hier ist auf jeden Fall auch Gras, und das muss auf jeden Fall jetzt auch hier alles so schön sicher gebaut werden. Das sieht doch schon mal... Oh mein Gott, sehr, sehr gut aus. Vitamine, Zombies sind hinter uns. Alter, oh mein Gott, hier ist überall Gras, nicht drauf treten. Oh nein, ich hab mir ein Schwert gecraftet und guck dir die Zombies. Oh mein Gott, das ist wirklich total krass. Oh Gott, aber pass auf, du musst immer aufpassen, ne? Oh ja, Alter, die sind übel stark, oder? Ja, ja, auf jeden Fall, ich würde sagen, friss meine Schneebälle. Ich hab den jetzt einfach mit Schneebällen hier runter. Was ist denn da los? Das, oh mein Gott, hinter mir ist auch noch einer. Oh Gott, unsere Grasbase. Kannst du mir mal helfen? Nee. Oh, wow, das sind Zombies! Oh mein Gott, Alter, das ist ein Grasblock. Pass auf, du darfst da nicht drauf treten. Oh, ja, du hast sowas von recht. Alter, den sollten wir mal zu hier. Zubauen. Auf jeden Fall so, Freunde. Ich glaube, jetzt haben wir wirklich hier die ganzen Grasblöcke erstmal hier zugebaut. Das sollte erstmal reichen. Junge, Junge, Junge. Was war das hier bitte für eine krasse Challenge? Aber wir haben die Challenge wirklich keinen einzigen Grasblock zu berühren wirklich geschafft. Am Anfang, ja, es war noch ein bisschen kompliziert, ein bisschen chaotisch. Aber jetzt sind wir wirklich richtige Profis geworden. Let's go! Yay. Und da würde ich aber sagen, Freunde, das ist mein heutiges Video. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, liken, abonnieren und die Glocke aktivieren. Und dann verpasst du auch keine weiteren coolen Videos mehr. Und dann bist du auch rein Teil der Sandexabi. Schaut unbedingt bei Vitamine vorbei, das wäre auch sehr, sehr cool. Und dann sehen wir uns morgen wieder bei einem neuen Video. Bis dahin, tschüss.